Jetzt geht's los. Entschuldige, wirklich, aber ich. Das macht mich fuchsig, wenn es nicht funktioniert. Und mit Konsolenstreamen habe ich, glaube ich, erst. Das ist das dritte Mal jetzt. Ja, das dritte Mal tatsächlich erst. Da passiert immer sehr viel Scheiße. Hallo Berliner Girl, grüß dich. Nicht von mir, Jan. Ich habe keine Werbung angemacht. Ich wollte mich hier noch gerne umgucken, bevor wir in den Keller gehen. Vielleicht können wir die Blonde mit den Strähnchen, ich weiß nicht, wie sie heißt, retten im Dingens. If you have been, you know, clap your hands. Stell dir vor, das würde jetzt so eine Kinderstimme singen. Das wäre gruselig. Oh, ein Anrufbeantworter. Bestimmt kein Strom. Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Sam ist das. Dankeschön. Ende der Nachrichten. Okay, wir haben wieder was Neues gelernt hier. Oh, guck mal, das Ding besteht aus Gewein. Das finde ich nicht so schön. Also die Lampe da oben. Und no, das Ohrwurm detected. Ja, ich krieg schnell Ohrwürmer. Ist nicht, gar nicht mehr so lustig. War hier vorher die Tür zu? Oder wieso? Ich weiß, dass ich hier rumgelaufen bin am Anfang. Da war es auch deutlich dunkler in der ersten Szene. Ich gucke mich jetzt erstmal um, bevor wir runtergehen. Ich frage mich gerade irgendwie, wovor Mia Angst hat. Ach, extra, du magst Sam doch nur wegen der Handtuchszene. Gibt's doch zu. Moneten. Mach das, Jan. Viel Spaß schon mal. Oh, bin ich erleichtert, dass es jetzt klappt. Schön. Euer Nami. Das kriegst du irgendwann zurück, ne? Wirklich? Dieser doofe Ohrwurm. Hallo, Jure. Ach, wovor ich mich erschreckt habe vorhin? Die Kerze ist angegangen, glaube ich. Oder ausgegangen? Irgendwas war da und da war ein Geräusch dabei. Da habe ich mich verjagt. Der Sound ist an. Oh, das soll er nicht. Hey, ich hab immer... Wieso ist er... Ich guck mal kurz. Eigentlich soll der aus sein. Kam da ein Sound gerade? Gut, dann ändern wir das auch nochmal kurz. Wo ist er denn an? Aus Versehen 0%? 0%? Habe ich aus Versehen einen angelassen vielleicht. 0%? 0%. Nee, eigentlich sollte kein Sound kommen. Der Subsound ist auch aus. Kam da ein Sound? Wieso kam da ein Sound? Ich habe hier schon alles geändert. Kommt da ein Sound? Ist kein Sound an. War normal laut, sagt Bertigen. Was jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Es kam doch kein Sound? Oh, ja. Kein Sound, okay. Waren wir da schon dran? Nein. Warte mal, wenn ein Sound kam. Oh, Erdnuss. Dankeschön, Erdnuss. Herzlichen Glückwunsch zum Lösen des Problems. Das ist sehr nett von dir. Vielen lieben Dank, Erdnuss. Entschuldige, hätte ich auch selber drauf kommen können. Vielen lieben Dank. So, können wir jetzt auch zocken. Heute ist schlimm, also wirklich. Also das Bild haben wir eigentlich schon gesehen. Ich gucke mir das jetzt mit ihr aber nochmal an. Vielleicht bringt uns das was. Und der Ring, den sie hat, der ist schön. Das haben wir schon mehrmals angesehen. Die haben definitiv echte Schauspieler benutzt. Zumindest beim Psychologen. Jetzt habe ich mir das Wort gemerkt. Denn den Schauspieler kenne ich aus Prison Break. Danke, Merz. Sorry. Hätte ich genauso gemacht, tatsächlich. Entschuldige. Meine Nase muss ich mich mal eingreifen. War ich da hinten schon? Nee, ich glaube nicht. Aber da haben wir schon so oft geguckt. Da kann eigentlich nichts mehr sein. Chris. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Stopp. Nein, ich will nur sagen,
Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Für deinen besseren Freund oder deinen besten Freund entscheiden können, wäre eine Option gewesen. Aber ich finde die Frau cooler, tatsächlich. Der Josh war komisch. Der hat auch so doofe Sprüche gemacht. Haben wir das Bild da schon gesehen unter der Lampe? Ich glaube ja, ne? Und hier stand vorhin der Kerl. Hier hat er sich versteckt gehabt. Hier ist aber nichts mehr. Können wir in den Keller? Oder ist der jetzt zu? Ne, das ist zu. Hallo Nova, guten Abend. Grüß dich. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Tja, die leben wohl alle nicht mehr. Das haben wir auch gelesen, ja. Das sind alle von echten Schauspielern, okay. Ash, geht's dir gut? War auch naheliegend, ja, ne? Nur das. Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf kannst du. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Woher wissen die? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Woher wissen die, dass Sam hier ist? Weil sie in der Badewanne war? Kann doch schon längst was passiert sein. Oh, guck mal, das ist der Hinweis mit den mit der Vase, die sie geworfen hat hier. Sieh mal hier. Chris, was ist dir passiert? Ich bin kein Forensik-Experte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Das waren wir. Hey, Evangelion. Spoopy Games again. Oh. Are you scared? Hallo Pastora, guten Abend. Kann der Ohrwurm bitte jetzt mal weggehen? Das ist total komisch. Bei so einem Spiel. Ich muss mal lauter machen bei mir. Ich höre nicht so viel. Sieht man das eigentlich auf dem Fernseher? Ah, ne, ist ja ein PS3-Capture, ist ja nicht der Fernseh-Capture. Das ist so abartig. Was? Das ist wirklich gruselig. Jetzt ist sie zu. Okay, da können wir nicht lang. Ich glaube, wir sind. Sind wir nach links geflüchtet? Was? Kann er bitte hinter mir bleiben? Sie wurde anscheinend geworfen. Gut kombiniert, Watson. Achso, warte mal, hier war irgendwas. Ein X habe ich gerade gesehen, oder? Habe ich mir das eingebildet hier auf dem Boden? Ja, habe ich mir anscheinend. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Im Handtuch. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Yay, Keller. Nee, ich wollte da noch gucken. Da waren doch noch andere Räume. Oh Mann. Aber darf ich? Okay. Haben wir hier noch was? Hier ist nämlich noch eine Tür. Die habe ich noch gesehen, aber die ist bestimmt zu. Die ist zu, ja. Ach Mist. Geht's hier rein? Nee, da ist eine Wand. Okay. Oh ja, Keller. Mag ich ja echt auch so gerne. Hallo Enyo und hallo Rüfisch. Moin ihr beiden. Nee, nicht reden. Was machst du denn da? Hier nach links wollte ich. Oh, hier ist ein Spieluhr. Ist das euer Ernst? Nein, kein Spieluhr, bitte. Wo ist er hin? Wieso ist er weg?
Ach, da ist er. Oh Gott sei Dank. Oh Gott, Scheiße. Kann ich mich hier umsehen oder? Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle ist denn hier los? Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist angestoßen, oder? Bist du angestoßen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen, da, Chris. Die Figuren sehen aus wie wir, ne? Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Bitte nicht bewegen, bitte nicht. Oh, das kann ich gar nicht haben. Oh, ernsthaft? Ich schätze, du brauchst deinen Schlüssel, um damit zu spielen. Ach du Scheiße. Ich will damit nicht spielen, das sieht gruselig aus. Ich werde, sobald die Musik ausgeht, dann jetzt so... Warte! Chris! Der Geist! Was? Nee, das ist ein Kleid. Das ist kein... Nein! Handtuch. Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt, seit das hier aus? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ich suche hier noch. Ich will mich hier noch kurz umsehen. Oh, hier sind wir langgelaufen mit Sam. Hattest du den hingestellt? Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Ich würde so gern wissen, was mit dem Spielzeug da ist, aber ich glaube, ich würde mich gar nicht trauen, da einen Schlüssel reinzustecken. Oh Mann. Okay, hier waren wir noch nicht. Wo ist denn dieser verkackte Schlüssel? Warte mal, vielleicht finden wir den vorne. Hier scheint ja nichts mehr zu sein. Haben wir hier was? Nee, haben wir nicht. Was ist das für ein Bild? Hey, das ist die Farm, glaube ich, von dem Bild vom Psychiater. Oh, und die Tante ist nach links gelaufen, wo gar kein Weg ist. Ja, wow. Das ist ja geil. Oh nee, hier ist die Schlüssel. Für das du... Nein. Ich will das nicht. Ha, na bitte. Oh mein Gott. Da. Jetzt hat er es aber gesehen. Sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist... Du siehst es, du! Ich weiß nicht. Ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Wo rennt er hin? Ist er weggelaufen? Nein. Nein, er steht jetzt hier. Okay. Müssen wir das machen? Können wir nicht einfach wieder gehen? Oh, ich wette, die Puppen... Das sind die Figuren, also die Kinder hier jetzt quasi. Okay. Oh. Sie geht nicht weiter, oder? Das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Oh, was? Oh nein. Nee, whoa, das ist die Szene. Whoa. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand...
Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Halt die Augen auf, pass auf. Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Ich wusste es, das war so klar. Ist das ihr Tagebuch? Das ist doch bestimmt ihr Tagebuch. Das ist Hannas Tagebuch. Hallo, Blopa. Grüß dich. Mama hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Doch noch nichts von Mike. Und die Arme. Oh mein Gott! Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Auf wie sie sich freut. Und sie hat ganz viele Schmetterlinge gemalt. Guck mal. Und auch ihr Tattoo. 18. Januar. Jo, morgen steigt die Party. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Steht noch, jo, morgen steigt die Party. Das unten habe ich nicht gelesen. Oh Mann. Warte, das steht im Stream. Ich bin zu langsam. Scheiße. Das kam von da hinten. Auf jeden Fall hat sie sich gefreut. Ich will das lesen. Zeig mir das nochmal, bitte. Ich will dann nochmal kurz reingucken. Ich will das letzte nachlesen. Ach da, ich muss aufhören, an ihn zu denken, aber ich kann nicht und ich will nicht. Okay, gut, das habe ich nicht gelesen. Hallo Pluto, guten Abend und hallo Sunny. Und ihr wendet auch ein Hallo an alle, die ich gerade übersehen habe. Zum Beispiel den Mitchell und deine Force. Ich kann leider nicht so viel in den Chat gucken. Oh nein. Diese Musik. Nichts? Okay. Das war nicht nett! Die hat die Tür zugemacht! Nicht da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt! Da war... Oh, das ist fies! Aber wo ist es hin? Ah, ihr habt euch alle mit erschrocken. Ah, schön. Oh, Mann. Okay, was haben wir denn hier, Feindes? Wir lesen erstmal schnell. Hör sie mal hier. Sieht aus als das ganze andere Zeug. Das war gemein. Industrieglühbirnen. Was hat der hier verloren? Kann man reingucken? Okay. Oh, spannend. Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Mein Herz. Es tut mir leid, Gwen. Entschuldigung, ich habe... Es tut mir... Oh, eine Schere. Oh. Take the scissors, please. Hoffentlich hilft uns das nachher. Es war halt ein Schmetterlingsimpact. Oh, Mann. Oh, Gott. Jetzt bin ich wach. Oh, da ist noch was. Da ist eine Kamera. Die Schweine. Die nehmen uns auf. Chris? Steht keine Initialien drauf, wie das so häufig bei so Spielen ist. Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Ich hab Haare. Besser? An der Nase. Fick dich ins Knie! Das wäre sauer. Das ist besser. Wie sie diese Geistersachen einfach ignorieren, also wie sie einfach mal das so hinnehmen, wie es halt ist, ne? Oh, ich habe immer noch Katzenhaar in der Nase, es klebt und kitzelt. Muss ich mal loswerden. Okay. Hier ist noch was. Was ist das? Ein Puppenschild, oh nein. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Oh! Shit! Das war nicht schön, aber nicht erschreckend. Das hat ja vorher schon gelaufen. Hallo Smiley, guten Abend. Wartet mal kurz, es ist immer noch nicht weg. Oh Gott, Katzenhaare. Jetzt hat sie es der Kamera gegeben. Ja, ja, die arme Kamera, ne? Die weint bestimmt gleich. Ich glaube, jetzt fliegt es. Oh oh. Weg.
hoffentlich. Geh schnell hinterher, nicht, dass die Tür zugeht. Ich will nicht alleine bleiben. Was haben wir hier? Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Das geht nicht auf. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Ist hier noch... Oh nein. Wie ich Puppen hasse, ne? Da ist schon wieder eine Puppe. Oh, hier waren wir mit dem Mädel. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Oh Gott. Kann das... Oh Gott, das ist Horror für mich. Da lacht irgendwer. Das ist bestimmt ein Clown. Hier kann ich aber nichts machen. Okay, lass mich raten, das geht später noch auf. Liegt da wer? Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Das ist so gefährlich mit den ganzen Holzdingern hier, wenn die Geister die bewegen. Ich würde aber erstmal hier gucken. Das sieht aus wie Zeitung. Nee, Paket. Doch, Zeitung tatsächlich. Und ein Brief. Hey. Die hier. Mm. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Pass auf, die Mädels sind eigentlich gar nicht tot. Das ist nur ein großer Scherz. Und der Bruder hat mitgespielt. Und ist halt jetzt leider gestorben. Kollateralschaden nennt man das. Hallo Hidden, guten Abend. Yay, ich guck so gerne nicht nach vorne. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Okay. Es ist so dunkel und creepy. Das ist nichts. Mit sie so? Das ist wie anders. Wieso geht er nicht mehr vor? Nein, nicht da hoch. Geh wieder runter. Hier atmet wer anders. Das ist nicht sie, glaube ich. Es hört sich eher an, als würde es hinter mir sitzen. Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Hey, Mori. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Oh, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Es ist viel zu ruhig hier. Passiert gleich was.
Es knarrt, ein Schaukelstuhl. Oh. Ja, wir können uns das mal angucken. Nur wirklich nicht anfassen, ne? TV, Lights, Batterien und Timer. Ich drücke nach. Oh, man muss hier andersrum drücken, okay. Damit sie guckt. Damit die durchbrennen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wie, weil die Batterie noch extra aufgeschaltet ist oder damit sie angehen. Ich glaube ja auch, er hat Sam noch nicht umgebracht bisher. Er hat sie ja auf jeden Fall betäubt. Er hat ihr ja was vor den Mund gehalten. Hallo, eingewachsene Socken. Müssen wir da lang? Obwohl die Fliegen sagen irgendwie gerade was anderes. Oh mein Gott. Das ist wie bei dem oh Mann. Psychologen. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Da kann man nicht raus. Was ist das? Das sind Fotos von denen. Wir?